Okay, warten wir noch einen Moment, bis alle Teilnehmer dabei sein können. Okay, ein herzliches Willkommen an alle unsere Webinar-Teilnehmer zum Thema Webtoons, Zeichnen und Kolorieren in Clip Studio Paint, präsentiert von Simon Lindenthaler. Und bevor wir beginnen, hier ein paar Hinweise zum Ablauf des Webinars. Das Webinar ist circa eine Stunde lang. Alle Teilnehmer sind derweil auf stumm geschaltet. Die Fragen- und Antwortenrunde findet in circa den letzten 15 Minuten statt. Alle Teilnehmer können ihre Frage im GoToWebinar-Panel direkt stellen und diese werden dann vorgelesen. Aufgrund der begrenzten Zeit können wir leider nicht alle Fragen beantworten. Das Webinar wird definitiv aufgenommen und anschließend per Social Media und per E-Mail mit allen Teilnehmern und Panelists geteilt. Die Teilnehmer heute sind Mario Quinones von Graphixly, Joanna Brauer und unser Vortragender Simon Lindenthaler. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so vertraut damit sind, was Clip Studio Paint eigentlich ist: Clip Studio ist ein Softwarepaket für digitales Malen und Zeichnen, das alle Funktionen zum Erstellen von Manga, Comics, Webtoons, Illustrationen und Animationen bietet. Mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage clipstudio.net/de und graphixly.com. Und damit übergebe ich das Wort an Simon und wünsche allen viel Spaß beim Webinar. So, könnt ihr schon meinen Bildschirm sehen? Noch nicht. So, jetzt. Jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen. Okay, danke, Joanna. Und danke natürlich auch wieder an Graphixly, Clip Studio, Celsis, dass ich da wieder ein Webinar machen darf. Dieses Mal eben auf Deutsch. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Simon, ich bin ein Grafikdesigner und Art Director aus der Steiermark in Österreich. Und ich erstelle eben jetzt schon seit einigen Jahren den Comic Weirdogs. Und da habe ich eben in dieser Zeit, seit ich den Comic mache, schon eben einiges einfach ein bisschen an Tipps und Tricks dazugelernt. Bin eben auch von anderen Programmen auf Clip Studio umgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass hier wirklich toll Möglichkeiten vorhanden sind, um Zeit zu sparen und mir Arbeit zu erleichtern. Grundsätzlich, das Webinar richtet sich schon eher an Leute, die ein bisschen vertraut sind mit Comics erstellen im Allgemeinen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Fragen habt, wie erstelle ich eine Comicseite, was wäre der ideale Inhalt für eine Seite, wie soll ich die Komposition aufbauen oder wie plane ich das alles durch oder wie baue ich eine Seite auf, wenn ich das skizziere. Da könnt ihr, wenn ihr nicht Englisch könnt, von mir auch das Tutorial suchen und zwar einfach bei Google eingeben, Comics für Print und Webtoon erstellen. Da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail, als ich das heute machen werde. Heute werde ich eben, wie bereits gesagt, vom Titel her mich auf das Zeichnen und das Kolorieren befassen und da wirklich ins Detail gehen. Auch gibt es von Graphixly das Webinar von der Melanie Schober. Da geht sie auch in die Gestaltung rein, ein bisschen in die Planung von Comicseiten, wie das ausschauen sollte, ist auch zu empfehlen. Das findet ihr eben auf YouTube, auf dem Graphixly-Kanal. So, dann starten wir mal gleich. Grundsätzlich möchte ich eins noch zuerst sagen. Ich verwende die englische Version von Clip Studio. Ich werde aber die Begriffe von den Werkzeugen und so weiter übersetzen. Falls ihr eben die deutsche Oberfläche von dem Programm verwendet, dass ihr eben das auch mitverfolgen könnt und damit ihr wisst, was ich da eigentlich mache. Okay. Gehen wir jetzt eben davon mal aus, dass wir jetzt da eben schon mal eine Seite haben.
Und wenn ich dann jetzt eben anfange mit dieser Seite, dann fragt ihr euch vielleicht, hey, der Titel dieses Webinars war eigentlich, es geht um Webtoons. Und du hast uns gerade die Webtoons gezeigt und die schauen ja eigentlich anders aus als eine Comicseite. Die schauen eigentlich so lang aus. Der Grund dafür ist, ich möchte meinen Comic natürlich auch drucken, aber auf Webtoons oder auf Tapas ist es halt einfacher, ein Publikum zu finden, als wenn ich die Comic-Seite einfach irgendwo so hochlade und jetzt nicht im Detail, also einfach persönlich das markete und nicht über irgendeine Plattform. Und von daher habe ich mir es eben angewöhnt, dass ich eben zuerst eine Comic-Seite erstelle und das dann auf Webtoon umbaue. Das werden wir uns ganz zum Schluss anschauen. Jetzt schauen wir uns einmal an, was das mit dem Zeichnen so auf sich hat. Und zwar, ich habe jetzt mal meine Skizze. Ich gehe da mal davon aus, dass wir da schon mal was haben. Und jetzt schauen wir uns wirklich an, was hat Clip Studio an tollen Funktionen, mit denen wir den Zeichenprozess vereinfachen und beschleunigen können. Ich gehe mal zuerst mit der Skizze auf eine geringe Denkkraft. Auf einer Rasterebene habe ich die Skizze und dann mache ich eine neue Vektorebene. Falls jemand nicht weiß, was Raster oder Vektor ist, ich zeige euch das ganz kurz und dann haben wir, ich zeichne da mal jetzt einfach Raster auf und dann auf einer Vektorebene schreibe ich Vektor auf. Und wenn ich jetzt da reingehe und das jetzt mal vergrößere und wenn ich das jetzt reinzoome, dann merkt ihr, die Rasterebene, da pixelt alles ganz stark. Und bei der Vektorebene, das ist scharf geblieben. Der Grund ist, weil bei einer Rasterebene wirklich nur die Bildinformationen abgespeichert werden. Bei einer Vektorebene, da werden die einzelnen Bildpunkte der Linien, die ihr zeichnet, mit aufgenommen und gespeichert und können eben auch im Nachhinein noch verändert werden. Und warum das auch fürs Zeichnen so toll ist, ist eben neben dieser Möglichkeit, die Qualität beizubehalten bei Veränderungen der Größe oder der Form, ist eben auch das Clip Studio, der wirklich Funktionen hat, die darauf abgestimmt sind, dass man hier noch etwas Tolles erzielen kann. Und zwar, ich zeichne jetzt hier mal meinen Charakter und ich male das jetzt eben ganz grob und ganz schnell. Ich zeichne die Linien, wie ihr seht, eigentlich sollte ich da nicht so weit gehen mit den Linien. Die Ohren sollten sich da halt nicht so überschneiden. Aber das Tolle ist, wenn ich diese Vektorebene habe, kann ich zum Eraser-Werkzeug gehen, also zum Radierer-Werkzeug. Und dann habe ich hier unten den Vektor-Eraser, also den Vektorradierer. Wenn ich den angehakt habe, dann habe ich ein paar Zusatzfunktionen. Ich kann mir hier auswählen, wie der Vektorradierer funktionieren soll. Schauen wir uns das mal konkret an, wie ich das bei einer Zeichnung mache. Ich fahre da einfach nur kurz über diese Punkte drüber und dann ist die Zeichnung gleich bereinigt und ich brauche da jetzt nicht im Detail schauen, dass ich da eben immer im Rahmen bleibe von der Zeichnung, sondern ich kann da einfach schneller arbeiten und solche überschüssigen Linien löschen. Ich zeige euch das jetzt nochmal in einem ganz konkreten Beispiel, wo man es vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann. Ich habe hier zum Beispiel so einen Raster, ja. Und wenn ich dann mit dem Vektorradierer reingehe, da habt ihr gesehen, da habe ich da ein paar Optionen. Ich kann Erase Touched Areas auswählen, also die berührten Bereiche radieren. Und das ist dann wie ein ganz normaler Radierer. Da wird einfach das, was ich berühre, wegradiert. Oder ich kann Whole Line, also die ganze Linie radieren. Wenn ich da nur drüber fahre, dann wird diese ganze Linie gelöscht. Oder eben das, was ich vorher oder eigentlich immer aktiviert habe, ich radiere bis zur Überschneidung. Erase up to intersection. Und hier radiert er mir wirklich nur das bis diesen Bereich der Linie, bis diese Linie mit einer anderen Linie sich überschneidet. Und das geht dann eben ganz schnell und ganz einfach. Das ist echt praktisch und wirklich toll. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich da auch noch bei dieser Zeichnung, finde ich jetzt, okay, da oben bei dem Ohr, das passt nicht so ganz. Vergleichen wir es mit der Skizze, ja.
da geht mir die Zeichnung, diese Linie zu weit runter. Jetzt könnte ich natürlich hergehen, ich könnte das löschen und einfach nochmal das zeichnen. Ist natürlich auch möglich, aber oft ist es einfach schneller oder effizienter, wenn wir da mit dem Pinch Vector Line Tool, also dieses Vektorlinienwerkzeug, die Vektorlinie angreifen, wenn wir mit diesem Werkzeug arbeiten. Und zwar kann man hier bei diesem Pinch Level, ja, diese Stärke dieses Werkzeugs einstellen. Für so etwas, was ein bisschen ein Feinschliff ist, da würde ich vielleicht die vierte Stufe nehmen. Und da kann ich dann eben hinklicken und ihr seht, diese Linie verformt sich. Ich habe dann noch immer ein bisschen diese originale Kurve drinnen von der Linie, aber ich kann das eben verformen und umändern. Zum Vergleich, wenn ich jetzt die fünfte Stufe nehme, da bewege ich dann eher schon die ganze Linie. Ein bisschen merkt ihr, die Kurve bleibt schon noch ein bisschen drinnen, ja. Ihr merkt, wie sich die Form ändert der Linie. Also es ist kein reines Verschieben, aber mit der fünften Stufe ist es halt wirklich für grobe Änderungen, nicht nur für so Feinschliff. Natürlich, je kleiner ihr bei diesem Pinch-Level werdet, desto geringer können diese Änderungen werden. Das ist dann halt immer auf die Situation abzustimmen. Was ich dann jetzt als nächstes habe, was ein tolles Werkzeug ist, ist dieses Correct Line Width Tool, also die Linienstärke korrigieren Werkzeug. Und ich habe hier erstens mal thicken, also dicker machen die Linie, oder narrow, dünner machen die Linie. Hier unten stelle ich mir dann auch noch die Brush Size, also die Pinselgröße dieses Werkzeugs ein. Hier zum Beispiel bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, wie dick diese Linie hier ausschaut. Ich möchte, dass die Linie ein bisschen dünner wird gegen Ende hin. Also stelle ich mir hier zum Beispiel die Stärke ein. Das kann ich zum Beispiel bei diesen zwei lassen, da ändert sich nicht viel, dann fahre ich halt ein paar Mal öfter drüber. Ja, jetzt finde ich das eben ein bisschen schöner gelöst. Oder ich kann jetzt zum Beispiel noch hergehen und dass ich da ein bisschen mehr Definition beim Rand des Gesichts habe, kann ich mit dem Thicken-Werkzeug drüber gehen. Ich stelle da mal den Wert höher, dass ihr das ein bisschen besser seht. Da fahre ich einfach drüber und bumm, da habe ich gleich eine stärkere Linie. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, mach das noch rückgängig, passt das doch ein bisschen gradueller an. Ja, also diese zwei Werkzeuge, der Vektorradierer und eben dieses Pinch Vector Line Tool und eben die Correct Line Width, das ist beim Comiczeichnen echt eine große Hilfe, weil ich da echt mir Zeit spare, dass ich da keine exakten Linien immer machen muss, von Anfang an Linien, die perfekt sind, wo ich dann tausendmal Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z nochmal neu zeichne. Nein, ich kann grobe Linien zeichnen, die eben im Nachhinein eben nochmal bearbeiten, das nochmal sagen, hey, na, das will ich eigentlich dünner haben und das einfach ist echt super, um im Nachhinein während dem Zeichnen da Änderungen durchzuführen. Und natürlich, die Linien bleiben scharf, bleiben in einer guten Qualität, weil sie ja auch Vektorlinien sind. Und damit kann ich echt mir Zeit sparen beim Comiczeichnen, was ja echt super ist. Vor allem, da man ja beim Comiczeichnen sehr viele Panels immer zeichnet, um die Geschichte zu erzählen. Natürlich ist es auch praktisch, wenn man eine Illustration macht. Das ist klar. Aber gerade beim Comiczeichnen hat eben Clip Studio wirklich Werkzeuge, die da einfach voll praktisch sind. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man im Nachhinein noch die Strich Far den, die Entschuldigung, dass man im Nachhinein noch die Form der Pinselstriche ändern kann. Das heißt, wir haben ja viele verschiedene Brushes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt diese fertige Zeichnung, aber ich bin im Nachhinein draufgekommen, hey, ich möchte jetzt gerne eigentlich einen Bleistiftlook. Ich habe zwar schon zwei fertige Seiten gezeichnet, aber jetzt möchte ich für die nächsten Seiten hätte ich gerne einen Bleistiftlook und ich möchte jetzt nicht die alten Seiten nochmal neu zeichnen. Dann kann man das mit den Vektorebenen auch sehr leicht umändern. Und zwar gehe ich dann jetzt zum Beispiel her, ich nehme hier oben dieses Objektwerkzeug, ja, dann kann ich mir Drag and Drop, wähle ich alle Linien aus.
Dann habe ich hier unten die Tool Properties, also die Werkzeugeinstellungen. Hier kann ich erstens mal die Brush Size ändern, also die Linienstärke. Ich könnte sogar die Farbe ändern. Also wenn ich das will, dann sind die Linien auf einmal alle rot. Oder ich kann eben unten hier bei der Brush Shape reingehen. Und hier habe ich zum Beispiel auch schon ein paar Brushes eingefügt. Und auf einen Heap habe ich da eine andere Optik. Kommt vielleicht jetzt nicht so oft vor, dass man das im Alltag braucht. Wenn man schon mal den Comic zeichnet, bleibt man ja meistens bei dem gleichen Stil. Aber es ist trotzdem echt eine tolle Funktion. Man kann ja auch zum Beispiel Illustrationen für Promo-Zwecke wiederverwerten und vielleicht auch so ein bisschen auffrischen und in einem anderen Stil darstellen, um eben zum Beispiel einfach nur Social-Media-Posts machen, um den Comic zu bewerben. Es ist echt ein Tipp, wie man da ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Was ihr auch vielleicht bemerkt habt, ist, dass ich hier links unten ein Subview-Menü habe. Ja? Wie ihr merkt, habe ich da auch eine Charakterreferenz reingeladen. Dieses Subview-Menü, dient eben dazu, dass ihr andere Bilder darstellen könnt, neben dem, an dem ihr natürlich arbeitet. Das Tolle daran ist ja auch, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel keinen zweiten Monitor hast oder du nicht ständig hin und her schauen willst für Referenzen zwischen dem Hauptmonitor oder dem Tablet-Bildschirm, auf dem du zeichnest, da ist das echt praktisch, die einfach gerade zum Beispiel für Charaktere, die wie zum Beispiel die Mickey hier, viele verschiedene Details bei der Kleidung haben. Das ist echt praktisch, das reinzuladen. Oder du ladest dir vielleicht eine Referenz rein von eben einem Foto, das du dir hernimmst für eine Pose oder vielleicht für Farben als Referenz. Und das geht echt einfach. Man muss dann einfach nur hier unten auf diesen Import-Ordner klicken, auf diesen Ordner-Icon. Und dann kann man sich das auch da schon reinladen. Man kann auch mehrere auf einmal reinladen. Da markiert man einfach mehrere, öffnet die, dann hat man die alle gleich und kann durch die dann eben durchnavigieren, natürlich eben auch zoomen und so weiter. Toll ist natürlich auch, dass man da auch gleich die Farben rausnehmen kann. Und zwar, wenn man da hier dieses Switch to Eyedropper automatically diese Option aktiviert hat. Also automatisch zur Pipette wechseln. Man muss darauf achten, wenn dieses Fenster ein bisschen schmäler ist, dann ist das Icon ein bisschen an einer anderen Position, als wenn es breit ist. Also das hüpft also ein bisschen herum. Und das Tolle ist, dann muss ich halt die Leertaste drücken, wenn ich das Bild verschieben will. Aber ich kann ja einfach auch gleich eine Farbe rausnehmen. Ich male jetzt noch schnell die Zeichnung da ein bisschen fertig. Dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen sehen, wie das mit diesem Vektorradierer funktioniert und warum das echt so toll ist, gerade für so geometrische Sachen wie zum Beispiel Hintergründe. Und dann werden wir das einmal kurz ausmalen und eben hier auch noch ein paar Werkzeuge uns anschauen, die in Clip Studio dafür optimiert sind, dass man sich das Ausmalen leichter macht. Ich hoffe, das ist ein bisschen spannend, mir da wirklich beim Prozess zuschauen, wie das eben so ausschaut, wenn ich da wirklich das zeichne. So, dann haben wir mal da so die Zeichnung. Machen wir das jetzt nur mal ganz grob. Fertig. Also ihr seht echt, ich verwende diesen Vektorradierer wirklich sehr viel, weil es einfach für mich auszahlt. Vielleicht für euren Zeichenstil ist es jetzt nicht so relevant. Aber ich bin mir sicher, ihr findet viele andere Werkzeuge, mit denen ihr da toll arbeiten könnt. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass ich euch echt empfehle, dass ihr für Vordergründe, Hintergründe, Sprechblasen und so weiter eigene Ebenen anlegt. Und zwar, dass man das auch gut voneinander trennen kann. Der Grund ist, dass ja oft, wenn man jetzt zum Beispiel auf Webtoon sich jetzt im anderen Format etwas anschaut, dass dann oftmals Elemente ein bisschen verschoben werden. Ich zeige euch da jetzt schnell ein Beispiel für
eine Comic-Seite, wo das ein bisschen extremerer Fall ist. Ja? Also das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr eine Ebene habt, so ein Panel wie zum Beispiel hier, das soll einfach ein großes Panel sein. Aber wenn ich das jetzt auf einem Handybildschirm anzeige, dann wirkt das nicht mehr so groß. Wie habe ich das jetzt auf der Webtoon-Version gelöst? Da habe ich das nämlich so gemacht, das schaut dann so aus, dass ich da wirklich ein bisschen die Komposition geändert habe. Ich habe die Form der Sprechblase geändert, ich habe die Position der anderen Sprechblase geändert und ich habe eigentlich ein bisschen geändert, wie die Charaktere platziert sind im Hintergrund. Eigentlich ist hier der Hauptcharakter, der Dodger, noch viel größer als hier links. Ja. Und für solche Fälle, wo ihr wisst, hey, da könnte es knapp werden im Webtoon, da muss ich vielleicht Elemente verschieben, da macht es dann auch echt Sinn, wenn ihr wirklich einzeln die Charaktere aufzieht, schon von Anfang an. Weil später dann reingehen, während ihr dann die Webtoon-Version erstellt, ist dann einfach, finde ich, aufwendiger, als wenn ich von Anfang an, okay, ich bin mitten im Zeichenmodus, dann zeichne ich einfach den Charakter fertig und dann ist der auch wirklich, kann ich den auch verschieben. Ihr merkt, auch im Hintergrund muss man das natürlich jetzt nicht unbedingt zwingend machen. Also wenn ich weiß, ein Bereich bleibt immer verdeckt, dann zeichne ich den auch nicht, das wäre Zeitverschwendung. Aber jetzt zum Beispiel bei den Charakteren, da kann ich das wirklich dann super machen, dass ich das einfach verschiebe. Und dann brauche ich mir nicht Sorgen machen später, dass ich den Charakter irgendwie fertigstelle. Was ich auch wirklich empfehlen würde, wenn wir gerade dabei sind, dass ihr euch die Ebenen wirklich benennt. Ich schaue echt darauf, dass ich meine Ebenen immer klar beschrifte und dass ich gleich erkennen kann, okay, das ist die Ebene für den Dodger, das ist die Ebene für die Sammy, das sind die Zeichnungen, das sind die Farben. Wenn man so viele Ebenen hat, wie man es vielleicht bei einem Comic mehr braucht, als jetzt zum Beispiel bei einer einfachen Illustration. Natürlich kann sie auch zum Beispiel eine detaillierte Illustration sein, aber da hilft es echt, wenn ihr die vielen verschiedenen Ebenen einfach benennt und ihr dann gleich sofort Bescheid wisst, hey, das ist, was ich suche, das ist, was ich brauche. Gerade auch in Webtoon ist ja oft der Fall, dass es Assistenten gibt, zum Beispiel Leute, die dann den Comic kolorieren oder lettern. Und die kennen sich dann natürlich auch noch viel besser aus. Und natürlich könnte man auch zusätzlich, wenn man das dann alles so freigestellt hat, kann man das natürlich auch oft manchmal sogar extra hernehmen. Wenn ich jetzt den Hintergrund ohne die Charaktere hätte und komplett fertig gezeichnet hätte, das habe ich zum Beispiel bei einer anderen Seite so gemacht, dann kann man dann auch zum Beispiel Bonus-Sachen anbieten, wie zum Beispiel eine Wallpaper. Das zeige ich euch noch ganz kurz. Das ist jetzt eben ein Sonderfall. Muss man natürlich auch nicht zwingend machen, aber es ist natürlich möglich. Hier zum Beispiel, da habe ich auf diesem ersten Panel, da habe ich dann einfach auch eine Wallpaper-Version angeboten für die Leute, die den Comic unterstützen und habe dann eben zum Beispiel hinter diesem Charakter alles gezeichnet. Ich habe auch zum Beispiel bei diesem Auto, das kann man auch wegklicken, wenn man das nicht will. Ist natürlich ein Sonderfall, ist kein Muss, aber wenn ihr das einmal mitplant und sagt, hey, das möchte ich eben zum Beispiel vielleicht auch machen, dann könnt ihr das einfach einplanen und mitdenken. So, jetzt einmal genug von dem. Schauen wir uns jetzt wirklich einmal an, wie das mit dem Kolorieren funktioniert. Ich mache das jetzt dann noch schnell, diese Form fertig. So. Jetzt blende ich mir die Skizzenebene aus und lege eine neue Farbebene an. Ich benenne das gleich. Ich vergesse es ja manchmal selbst, wenn ich gerade so mittendrin bin. Aber das kann man auch gut nachziehen. Was ich auch oft mache, ist, dass wenn ich jetzt mal absolut keine kreative Energie mehr übrig habe, aber ich will an dem Comic ein bisschen weiterarbeiten, dann gehe ich einfach her und nehme für die Seiten, die ich schon fertig skizziert habe, da füge ich dann einfach mal nur Ebenen ein und benenne die alle. Das sind dann über mehrere Seiten, komm ich da schon vielleicht auf zum Beispiel Viertelstunde oder eine halbe Stunde und das ist dann eigentlich eine Zeit, die ich mir dann später gespart habe, wenn ich dann wirklich auch wieder kreative Energie habe und wirklich zeichnen kann. Also gerade wenn ihr mal da echt jetzt einen Tag habt, wo ihr nicht zeichnen könnt oder wollt,
aber trotzdem einfach an eurem Comic weiterarbeiten wollt, ist das echt praktisch. So, schauen wir uns das Füllwerkzeug an, den Fülleimer. Den kennt wahrscheinlich eh jeder. Aber bei Clip Studio haben wir natürlich die tolle Funktion, dass erstens einmal, schauen wir uns an, dieses Close Gap, ja, die Lücke schließen. Ich klicke das mal weg und dann wähle ich mir hier bei dem Color Set die Farbe vom Enrico aus. Oder ich kann jetzt auch hier reinklicken und mir eben die Farbe hier auswählen bei dem Subview-Menü. Vielleicht erkläre ich euch das noch kurz. Das Color Set-Menü ist für mich einfach eine tolle Ergänzung zu dem Subview-Menü. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine Comic-Seite als Referenz verwende, wo dann vielleicht jetzt zum Beispiel bestimmte Farbeffekte oder Überlagerungen sind von den Charakteren oder bestimmte Lichtstimmungen, dann habe ich ja, wenn ich das als Referenz nehme, zum Beispiel nicht direkt diese Basisfarben von den Charakteren verfügbar. Und da ist eben dieses Color Set-Menü echt praktisch. Ich kann mir dafür jeden Charakter zum Beispiel eine eigene Farbpalette erstellen. Ich kann da eben eine Farbe neu definieren. Dann klicke ich da eben auf dieses Tropfen-Icon. Dann habe ich eine neue Farbe, kann die auch verschieben, kann sie umbenennen, kann sie auch wieder löschen. Oder ich klicke sogar hier auf dieses Edit Color Set, also dieses Bearbeiten. Icon und kann eben zum Beispiel neue Settings hinzufügen, bestehende duplizieren, wie auch immer. So, dann schauen wir uns das nochmal an mit dem Close Gap, von dem ich vorhin geredet habe. Also, ich fülle jetzt mal mit dem Werkzeug, ich habe da übrigens das Refer Other Layers Werkzeug, ja, also ich beziehe mich auf andere Ebenen. Wenn ich das Refer Only to Editing Layer, also mich nur auf die aktive Ebene beziehen, da ist ja auf der Ebene nichts. Wenn ich das fülle, dann wird natürlich das ganze Bild gelb, ist klar. Also wir beziehen uns auf andere Ebenen. Ich fülle das jetzt und wir haben ein ähnliches Ergebnis wie vorher. Und das ist natürlich, weil der Enrico da eine Lücke in den Haaren hat. Wenn ich aber dieses Close Gap aktiviere, dann ist diese Lücke nicht da. Und ihr könnt das natürlich feintunen. Also ihr seht, ihr habt da wieder ähnlich wie bei diesem Pinch-Vectorline-Werkzeug, habt ihr da bei dem Close-Gap-Werkzeug auch eine Möglichkeit, die Intensität dieses Effektes einzustellen. Wenn ich das ganz runterstelle, dann kommt natürlich ein anderes Experiment raus, Resultat raus. Oder hier bei der höchsten Sensitivität, da schaut es dann auch schon komisch aus. Also da müsst ihr halt einfach ein bisschen probieren, was für euch funktioniert. Toll ist auch die Area Scaling Funktion. Ich gebe dem Enrico mal ein bisschen eine extreme Farbe und dann zoomen wir rein und tun mal das nicht aktivieren. Area Scaling, also den Bereich vergrößern. So, schauen wir uns das reingezoomt an. Merkt ihr, wie das so grau pixelig wird am Rand von einer Kontur? Wenn ich, das ist einfach, weil die Farbe echt nicht weitergeht als bis zu dem Bereich, wo eben die Farbe von der Linienzeichnung erkannt wird. Wenn ich da jetzt drüber male, ja, dann wird das jetzt eben schöner blau. Also es ist dann nicht mehr diese komische graue Qualität, mit dem das so ausgefranst ausschaut. Aber wenn ich jetzt eben mit dem Area Scaling, wenn ich diese Option aktiviert habe, dann wird das gleich automatisch vermieden. Ich zeige euch das nochmal, wie das konkret ausschaut, indem ich die Linien ein bisschen die Deckkraft runtersetze. Und wie ihr seht, da geht eben diese Farbe direkt über die Konturen einfach ein bisschen rüber. Das ist echt praktisch, um einfach eine bessere Bildqualität zu erzielen. Was auch echt toll ist in Clip Studio, ist, dass ich jetzt nicht hier gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe die Tastatur da, ich zeichne die jetzt mal schnell ein, dann habe ich jetzt ganz viele Tasten auf der Tastatur, ja. Jetzt natürlich könnt ihr da einfach mit einem eigenen Pinsel drüber malen, um die nicht extra immer jede einzelne Taste anklicken zu müssen mit dem Füllwerkzeug. Aber, ups, jetzt bin ich auf der falschen Ebene gewesen, so, mach das gleich nochmal. Ich war auf der Ebene für die Farbe. Jetzt mache ich das nochmal auf der Ebene für die Zeichnung.
Das passiert manchmal. Danke für eure Geduld. So. Gut, jetzt sagen wir zum Beispiel, ich will den Laptop eben einfärben und vielleicht mache ich das mit einem Pinsel. Ist natürlich auch ein bisschen umständlich. Und wenn ich das jetzt einzeln klicke, mit zu füllen, ist das vor allem extrem umständlich. Aber das Tolle bei Clip Studio ist, wenn ich jetzt eine Startfläche anklicke und ich bleibe jetzt mit der Maustaste auf dem Bildschirm, ja, also ich gehe mit meiner Maus beziehungsweise mit meinem Tablettstift nicht weg, sondern ich bleibe einfach drauf und ich fahre einfach weiter drüber. Und ihr seht, es wird alles eingefüllt, über das ich drüber fahre. Das ist echt praktisch fürs Comic-Kolorieren. Da habe ich echt schon so viel Zeit gespart und ich finde das echt super. Das Tolle ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich die Hautfarbe einfärben möchte. Sagen wir mal, ich gebe da jetzt vielleicht zuerst mal eine falsche Farbe. Ja? Und jetzt möchte ich das richtig einfärben. Vielleicht bin ich mir nicht sicher, welche Farbe es haben soll und dann später habe ich mich entschieden. Ich kann auch, wenn ich jetzt hier, ich klicke mal, ich starte bei deinem Arm und ich fahre weiter. Und jetzt kann ich aber über den Laptop und so weiter, ich kann da überall drüber fahren, denn es geht nur aus von der Farbe, wo ich den ersten Klick gemacht habe. Also nur das füllt es mir auch. Ja? Alternativ kann ich zum Beispiel auch hier auswählen, diese Option Apply to Connected Pixels Only. Das heißt, nur auf verbundene Pixel anwenden. Ja? Dann geht er gleich und erkennt alle Instanzen dieser Farbe auf der gesamten Seite des Comics. Das ist auch eine praktische Option. So, dann färbe ich das aber echt mal jetzt ein, wie es halt auch wirklich sein sollte. Und dann schauen wir uns dann auch noch an, wie ich zum Beispiel das mit dem Schattieren angehe. Ich schattiere jetzt nicht immer in meinem Comic jede einzelne Zeichnung. Ist natürlich eine Geschmackssache. Müsst ihr nicht so machen. Falls ihr jedes Panel schattieren wollt, dann applaudiere ich eurem Elan und eurem Mut, diesen Zeitaufwand zu betreiben. Aber persönlich mache ich es jetzt generell nur, wenn es jetzt halt mal ein bisschen eine spannendere Lichtstimmung ist und ich diese auch wirklich kommunizieren möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, vielleicht kennen das viele, ist ja der tolle Trick, man macht eine Ebene über der jetzigen Ebene und dann hat man ja das Multiplizieren und dann nehme ich da halt einfach eine Farbe und dann fahre ich da drüber und dann ist halt alles schattiert, gleich automatisch, dann muss ich mich keine Gedanken machen über die dunklere Farbe, das ist dann gleich alles automatisiert, passt, perfekt. Was ich euch echt ans Herz legen möchte, ist, dass ihr die Farben individuell auswählt. Also jetzt nicht alles nur mit den Einstellungsebenen machen, sondern wirklich individuell die Farben auswählen. Ihr könnt natürlich gerne, ebenso wie ich jetzt zum Beispiel das hier mache, anfangen damit, dass ihr eine Schattierung natürlich zuerst selber mit dem Multiplizieren-Werkzeug macht, bevor ihr dann die Farben final anpasst. Man kann natürlich auch die Farben beim Multiplizieren anpassen. Ich kann natürlich mit einer anderen Farbe auch multiplizieren. Persönlich finde ich, ist es trotzdem immer echt cool, wenn man aber wirklich das fein abstimmt und wirklich individuell definiert, hey, die Schattierung von diesem Hautton, da muss einfach eine andere Farbe her. Ihr könnt das jetzt zum Beispiel dann auch so machen, wenn ihr jetzt das Multiplizieren auf dieser einen Ebene habt, dann könnt ihr jetzt eine neue Ebene machen, wo man das auch weiterhin auf normal lassen, ja, die Ebeneneinstellung. Und jetzt kann ich eben hier reingehen und das selber diese Farbe mir aussuchen. Und da ich ja die Farbe direkt erkennen kann und ich kann ja auch über die anderen Bereiche drüber fahren, da kann ich dann einfach das gleich schnell umfärben. Was ich jetzt in diesem Fall vielleicht noch machen möchte zuvor, ist, dass ich diese Area Scaling Option in diesem Fall ausstelle. Weil ihr habt es schon gesehen, jetzt da bei der Haarspitze
Das schaut dann manchmal komisch aus, dann kommt da so ein bisschen ein Klecks raus. Natürlich, wir haben ja da schon die genaue Form, was diese Schattierung haben soll. Jetzt schalte ich diese Option einfach aus oder stelle sie eben runter. Und dann kann ich wirklich exakt die Farben anpassen, so wie ich sie gerne hätte. Aber ich habe schon einfach die Schattierungsformen drinnen und kann dann einfach noch ein zweites Mal drüber gehen und mit den Vorteilen des Füllwerkzeugs da einfach drüber arbeiten, so wie ihr das schon gesehen habt. Der Grund, warum ich das so mache, ist, dass ich finde, es ist einfach leichter, eine warme Farbe zusammenzubekommen, wenn ich das selber definiere. Und es wird dann einfach schöner, bunter. Natürlich könnt ihr auch anders arbeiten, aber das ist mal mein Vorschlag. So, dann haben wir da die Schattierung. Das kann ich mir dann eben auch wieder die Ebene benennen. Dann lösche ich mal die Multiplizieren-Ebene. Oh, da habe ich noch was vergessen. Dann lassen wir die halt da. So, die Schattierung, die lassen wir auf einer eigenen Ebene. So. Gut, dann hätten wir das mal koloriert. Was ich euch jetzt auch noch zeigen möchte, zeige ich euch noch am Beispiel von der fertigen Zeichnung hier. Und zwar Hintergründe. Da gibt es nämlich auch eine tolle Funktion, die, finde ich, für meinen Stil des Hintergrundkolorierens recht praktisch ist. Und zwar, wie ihr bemerkt, ich habe dir für den Hintergrund immer eine andere Linienfarbe hergenommen als für die Hauptlinien. Gerade wenn jetzt der Hintergrund jetzt nicht der Fokus in einem Bild ist, oder wenn ihr einen Hintergrund habt, wo der etwas weiter entfernt ist, wenn ihr ein bisschen Tiefe in das Bild bringen wollt, dann ist es echt praktisch, wenn man da einfach nur die Farbe der Linien gleich einfach anpasst. Ihr könnt das eben, so wie ihr habt es vorher schon gesehen, ihr könnt jetzt alle Linien auswählen und umfärben. Aber es geht auch noch einfacher, wenn ihr das über die gesamte Ebene haben wollt. Und zwar hier oben kann man da oben diese Ebenenfarbe einstellen. Ich könnte das jetzt auch sagen, ich will, dass das rot ist. Wähle ich mir eben das Rot zuerst aus und dann klicke ich da auf den Fülleimer und dann habe ich auch schon diese Farbe. Ist natürlich jetzt nicht schön, das war nur ein Beispiel, aber das ist eben zum Beispiel eine Möglichkeit für das Einfärben der Hintergründe, die ich gerne verwende. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich manchmal die Charaktere noch mehr abhebe vom Hintergrund, indem ich zum Beispiel einen leichten Farbschein dahinter platziere. Für Comics ist es nämlich, finde ich, wichtig, dass man einen klaren Lesefluss hat und dass man auch wirklich weiß, okay, man bleibt nicht irgendwo hängen. Natürlich ist es schön, wenn sich die Leser das Detail in eurem Hintergrund genau anschauen. Und das ist auch nicht umsonst, wenn ihr da jetzt wirklich viel Arbeit reinsteckt. Das ist natürlich super. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn beim ersten Durchlesen eines Comics klar ist, dass da Lesefluss ist, und dass man nicht abgelenkt wird vom Hintergrund, ist das toll, weil man kann ja dann auch später noch immer weiterlesen und sich das nochmal im Detail anschauen, wenn man das ein zweites Mal liest zum Beispiel. Also das sind mal ein paar Tipps und Gedanken zum Kolorieren. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie mache ich das zu einem Webtoon? Schauen wir mal kurz auf Webtoon. Und zwar haben wir hier das Upload-System. Jetzt klicke ich mal, ich möchte eine Episode hochladen und dann sehen wir hier, das Bild muss muss weniger als 800 Pixel mal 1280 Pixel lang sein. Ja, okay. Ich mache das jetzt aber manchmal so, dass ich da einfach hergehe und mir das Dreifache von dieser Breite, also 800, mache ich einfach das Dreifache. Falls ich eine Zeichnung mache für die Webtoon-Version, dann habe ich die gleich in höherer Auflösung, mache ich das Dreifache und bei der Höhe stelle ich 50.000 Pixel ein. Das ist das Höchste, was in was in Clip Studio möglich ist. Und der Grund, warum ich das so mache, ist, ich kann mir hier jetzt einfach die Ebenen, diese fertigen Panels einfach reinkopieren. Und danach, wenn ich fertig bin, kann ich noch immer die Höhe anpassen und brauche nicht aber ständig, wenn ich merke, hey, ich brauche ja noch mehr Platz, muss ich dann nicht nur ständig Platz dazugeben, sondern ich gebe am Schluss einfach mehr Platz, einmal den Platz weg, den ich nicht gebraucht habe, und dann ist das eben schon fertig. Wenn ich mir jetzt die Panels rüber kopiere in dieses andere Dokument für die Webtoon-Version, muss ich darauf achten, dass ich nicht das Objektwerkzeug kopiert habe.
ausgewählt habe. Denn wenn ich mit diesem Werkzeug jetzt die Ebene, also dieses Panel ausgewählt habe und das kopiere und einfüge, dann fügt er mir echt nur den Panelrahmen ein. Damit ist mir nicht geholfen. Also ich nehme dann irgendein anderes Werkzeug her und dann kopiere ich manchmal alle Panels auf einmal, manchmal Stück für Stück, je nachdem, wie es mir gerade beliebig ist oder wie es gerade einfacher ist. Und dann fange ich an, die Panels einfach umzuarrangieren. Also wenn ihr schon einen Webton habt, dann wisst ihr ja vielleicht eh schon, okay, was sind gute Tipps, um einen schönen Lesefluss zu ermöglichen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, schaut erstens mal drauf, dass es abwechslungsreich bleibt. Schaut, wenn jetzt Aktionen zusammengehören, zum Beispiel hier diese zwei Panels, ja, die gehören zusammen. Dann schaue ich auch, dass die wirklich ein bisschen zusammenbleiben. Aber hier zum Beispiel dieses andere Panel, dieses platziere ich vielleicht rechts eher mehr auf der Komposition. Und dann habe ich ein bisschen Abwechslung beim Lesefluss. Ich kann natürlich auch zum Beispiel hergehen und jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt ein Panel und ziehe das mal ein bisschen größer auf, dass das wirklich über die komplette Breite geht von dem Bildschirm. Muss ich die Leute das anschauen? Und was ich auch darauf achten möchte, ist, dass dann die Sprechblasen immer groß genug sind. Also ein Vorteil ist auch wirklich, wenn ihr die Sprechblasen auf einer eigenen Ebene habt, dass ihr die jetzt dann eben dann leicht im Nachhinein zum Beispiel größer machen könnt oder vielleicht auch über die Rahmen drüber stehen lassen könnt, wenn ihr das wollt. Könnte man jetzt zum Beispiel so machen. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr euch am Anfang, gerade wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, wie baue ich einen Webton optimal auf, zieht euch ein Kasterl auf, das ungefähr so das Format von einem üblichen Handybildschirm hat. Dann könnt ihr euch das so darüber legen und dann könnt ihr das immer ein bisschen verschieben und dann seht ihr, okay, das sieht man ungefähr auf einmal. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass dieses Panel im Fokus ist, dann bewege ich das unten vielleicht noch ein bisschen weiter runter, damit das jetzt nicht ablenkt. Dann habe ich da echt ein bisschen das getrennt und ich weiß eben, das ist ungefähr der Ausschnitt von einem Handybildschirm und wenn die Leute das dann auf dem Handy lesen, dann haben sie da den optimalen Lesefluss und im Eindruck. Auch würde ich empfehlen, dass ihr mit der Schriftgröße gleich bleibt, einheitlich. Betrifft natürlich jetzt nicht nur die Webton-Version, sondern natürlich auch den normalen Comic. Außer es flüstert jemand oder es schreit jemand, dann macht es natürlich Sinn, wenn man das größer macht. Aber in solchen Fällen für den allgemeinen Text, da ist es immer gut, wenn man einheitlich bleibt und wenn man das eben schaut, dass es eine gute Schriftgröße hat. Ich würde euch echt empfehlen, wenn Sie jetzt zum Beispiel fertig seid, diese Episode für euer Webtoon-Update einzurichten, dann speichert das zuerst mal ab als normales JPEG, ladet es euch irgendwo hoch, zum Beispiel auf Imgur oder auf Google Bilder, keine Ahnung, schickt es euch als E-Mail, schaut es euch einfach an, direkt am Handy. Und dann seht ihr eigentlich, wie ist eigentlich der Lesefluss? Funktioniert der gut? Passt der so? Da kommt ihr oft einfach auf Sachen drauf, was ihr noch verbessern könnt oder optimieren könnt, auf das ihr einfach so hier beim Arbeiten am Desktop nicht drauf kommen würdet. Also das ist echt ein praktischer Tipp, das eben anzupassen. So. Jetzt sagen wir mal, ich hätte diese Seite eben fertig eingerichtet, wie bereits erklärt. Ich beschneide jetzt im Nachhinein die Seite, damit ich eben nicht ständig das erweitern muss, falls ich mehr Platz brauche. So, und dann bin ich jetzt mal fertig. Jetzt exportiere ich das. Einfach mal als JPEG exportieren. Ich kann hier jetzt schon einstellen, bei diesem Fenster, das aufgeht für die JPEG-Export-Einstellungen, kann ich hier schon die Output-Größe definieren. Da gehe ich schon mal auf die 800 Pixel Breite. Wie ihr merkt, bin ich bei der Höhe aber noch immer weitaus über diesen 1280 Pixeln, Entschuldigung, die bei Webtoon erforderlich sind. Ist egal, ich speichere das jetzt trotzdem einfach mal raus,
Da kommt dann nochmal so eine Vorschau, ein Vorschaufenster. Da gehe ich einfach auf OK. Fertig. Und jetzt habe ich nämlich das tolle Tool Croppy. Mit diesem Tool, da kann ich mir dann eine eben diese Datei hochladen. Die suche ich mir einfach aus. Dann kriege ich eine ZIP-Datei. Und die mache ich mir auf. Und hier habe ich dann einfach diesen Comic aufgesplittet auf die Höhe, die benötigt ist. Und brauche mir keine Gedanken machen, das irgendwie selber aufzuteilen. Das geht ganz schnell automatisch. Und natürlich, wenn ich das dann jetzt auch zum Beispiel hochlade, dann habe ich dann auch kein Problem. Das wird alles zusammengepflückt und da merkt man keine Trennungen oder Lücken. Das passt dann alles gut zusammen. Kann man dann natürlich auch testen und das passt dann auch gut zusammen. So, das wäre mal jetzt die Basis. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es war viel Neues dabei und viel Hilfreiches dabei. Und dann würde ich jetzt die Fragen von Johanna, also eure Fragen von Johanna vorlesen lassen. Okay, sehr gut. Vielen Dank schon mal bis hierher. Ich bin sicher, dass wieder viel Interessantes für alle Leute dabei war. Ganz am Anfang wurde deine unglaubliche Linienführung bewundert. Hast du da Ja. besondere Tricks für, wie man so schöne gerade Linien hinbekommt? Also für die geraden Linien hat man auch schon in Clip Studio die Möglichkeit, die Linien zu stabilisieren. Also wenn ihr jetzt da eine Ebene habt, dann habe ich hier da unten die Stabilisationsmöglichkeit. Also wenn ich die auf Null stelle, grundsätzlich mache ich immer sehr schnelle Striche. Und da bleibt auch dann das relativ geschmeidig. Also wenn ich jetzt langsamer zeichne, dann wird natürlich die Form nicht mehr so ruhig. Aber wenn ich eine schnelle Linie mache, dann ist das immer eine geschmeidige Linie. Und wenn ich das jetzt aber die Stabilisation zum Beispiel einstelle, dann auch wenn ich jetzt langsamer zeichne, dann kann ich das trotzdem auch anpassen, dass es ein bisschen geschmeidiger wird. Also wenn ich das jetzt ganz hochstelle zum Beispiel, ich zeichne eine langsame Linie. Ich zittere jetzt absichtlich ein bisschen viel, aber man merkt trotzdem, es wird eigentlich ein ruhigeres Ergebnis. Also falls ihr da ein Problem habt, falls ihr jetzt zum Beispiel nicht so schnelle Linien ziehen könnt, falls ihr einfach lieber langsam und genau zeichnet, dann stellt einfach die Stabilisation da hoch. Dann könnt ihr euch langsame Linien relativ ruhig und schön führen. Okay. Hast du bestimmte Stifte, die du besonders gerne benutzt oder über die Zeit gefunden hast, die für deinen Stil gut passen? Also ich habe da eigentlich eh den Standard-Pen einfach genommen von Clip Studio. Da gefällt mir eigentlich das Resultat sehr gut für meinen Stil, der ja sehr cartoonmäßig ist eher. Ich habe dann auch eine eigene Version gemacht, die ein bisschen abgewandelt ist. Da habe ich eine geringere minimale Größe eingestellt. Also wenn ihr da auf die Kanten schaut, ja, dann merkt ihr das vielleicht. Das verwende ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text schreibe. Denn da ist es dann besser, wenn ich ein bisschen eine einheitlichere Entschuldigung, eine einheitliche Strichstärke habe. und mit dieser Einstellung ist es dann möglich, dass es nicht zu klein wird, also nicht zu kleinteilig. Genau. Eine Pinsel, die ich in letzter Zeit zum Beispiel recht gern verwendet habe für eine andere Illustration, die ich für die Arbeit gemacht habe, ist eben zum Beispiel hier dieser Zapfpencil. Da habe ich ein bisschen so eine leichte Textur am Rand und da habe ich dann eine bunte Illustration gemacht, so wirklich ein bisschen mit verschiedenen Texturen und so weiter. Und ich finde, da kann man recht cool sowas machen, was dann halt ein bisschen spritziger daherkommt. Und was ein bisschen vielleicht ausgeflippter wirkt. Aber für einen Comic verwende ich einfach die Standardschriften, ja. Ja. Okay. Kannst du noch mal zeigen, oder das hattest du jetzt nicht direkt angesprochen, wie du ein Panel als an sich erstellst? Genau.
Das habe ich jetzt nicht angesprochen. Genau, das schauen wir uns noch schnell an. Und zwar habe ich in Clip Studio ja hier auch unten da wirklich die Panel-Funktion, also diesen, es wird benannt Frame Border, also den Rahmen. Und zwar kann ich hier entweder einen Frame erstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt das so mache. Ich mache mal vielleicht alle bestehenden Panels aus, dann können wir uns das nochmal ein bisschen besser anschauen. Ich kann hier natürlich zuerst mal die Farbe definieren, dann kann ich hier auch die Stärke dieser Kontur definieren. Das kann ich dann im Nachhinein natürlich auch noch ändern. Und dann ziehe ich hier zum Beispiel einfach ein Kästchen auf. Was ich persönlich eigentlich gerne mache, wenn ich jetzt eine neue Seite erstelle, ist, dass ich, mach mal jetzt einfach so eine Seite auf, dass ich zuerst eigentlich das Panel so über die gesamte Seite aufziehe. Ja. Da kommt dann immer so ein blauer Rahmen, dann weiß ich, okay, alles, was weiß ist, was nicht so blau hinterlegt ist, das ist jetzt gerade nicht aktiv, da zeichne ich nicht drauf. Persönlich stört mich das, das deaktiviere ich hier bei dieser Show Mask Area. Und dann gehe ich mit dem Cut Frame Border Tool daher und dann teile ich mir die Panels auf. Natürlich habe ich dann meistens unten drunter die Skizze liegen, dann weiß ich, wie ich mir das aufteile. Aber mit diesem Cut Frame Border, da kann ich das auch gleich, wie ihr seht, es wird dann immer eine eigene Ebene bzw. ein eigener Ordner erstellt für die verschiedenen Panels. Und mit Shift kann ich dann eben gerade Linien erstellen. Und der Grund, warum ich das gerne so mache, ist, dass ich dann eben hier einstellen kann, was der Abstand zwischen diesen Panels sein soll. Dieser Vertical und Horizontal Gatter, also der Abstand zwischen diesen Ebenen, zwischen den Panels. Und das ist dann immer einheitlich. Wenn ich jetzt im Vergleich hergehen würde und das eben aufziehen würde, eins für eins, die Panels, dann müsste ich selber immer schauen, okay, habe ich genug Abstand oder jetzt sind die Panels vielleicht nicht ganz bündig. Aber wenn ich dann eben mit dem Cut Frame Border hergehe, dann kann ich schauen, dass das immer recht einheitlich ist. Darum persönlich habe ich das gerne. Also ihr könnt das natürlich auch im Nachhinein noch machen und über mehrere Panels auch ziehen. Aber vielleicht ist das auch nicht, was ihr haben wollt. Vielleicht habt ihr gern, dass die Panels ein bisschen wirr übereinander stehen. Ist ja auch manchmal eine tolle Möglichkeit, um ein bisschen ein bestimmtes Feeling in den Comic zu bringen. Dann braucht sie das vielleicht nicht mit dem Cut Frame Border Werkzeug zu machen. Okay, sehr gut. Was für Referenzen benutzt du für Hintergründe? Machst du dir da selber Fotos oder? Ja, also manchmal verwende ich vielleicht Fotos, die ich selber gemacht habe. Ich hole jetzt gleich mal ein bisschen was her. Und zwar, da schauen wir uns das gleich an. So. Oft einmal verwende ich jetzt selber welche, die ich gemacht habe, aber meistens, wenn ich jetzt nicht draußen herumgehe und weiß, okay, das hier ist zum Beispiel eines, das ich selber gemacht habe, da hat mir eben sehr gefallen, wie das eben da so dieser Aufbau war von dieser Ecke eigentlich, dieser Hausecke. Das habe ich dann in diesen. So, das ist das finale Panel. Ihr seht schon, wo ich mich da inspirieren habe lassen. aber manchmal schaue ich einfach nur auf Google Bildersuche und suche halt was. Gerade wenn ich irgendwas Bestimmtes will, was jetzt zu schwer wäre, wenn ich da jetzt extra selber hingehe, dann ist es natürlich leichter, wenn ich da irgendwas online suche. Was auch praktisch ist, natürlich kann man sich auch 3D-Referenzen machen. Google Maps mache ich auch manchmal. Wenn ich weiß, okay, ich habe was gesehen und ich habe aber kein Foto gemacht, dann gehe ich einfach bei Google Maps nochmal rein und dann suche ich den Ort und vielleicht finde ich in der Straßenansicht sogar echt noch eine gute Referenz. oder eben, ich mache mir das in 3D. Also manche Leute kennen sich ja gut mit 3D aus, die können das auch in SketchUp von Google zum Beispiel gut basteln. Ich bin da nicht so gut geübt und ich mache mir das, dass ich mir in The Sims habe ich mir manchmal Referenzen gebaut für die Sachen. Und das schaut dann auch ein bisschen armselig aus. Aber der Grund ist, ich weiß ja, wie das für mich ausschauen muss.
Die Hilfestellung kommt für mich eher darin, dass ich die richtige Perspektive für die Zeichnungen habe. Also, dass ich weiß, was ist die Größenrelationen der verschiedenen Sachen zueinander oder wie sollte das eben jetzt ausschauen. Das muss ja nicht so exakt sein. Das dient mir nur als Hilfe, ein bisschen als Referenz. Also hier seht ihr das zum Beispiel. Natürlich hier eben oben, da habe ich ja oben auf den Sachen was aufgebaut oder das Modellschild, das schaut komplett anders aus. Aber es hilft mir trotzdem einfach ein bisschen eine Referenz zu bauen für also eine Location, die nur in meinem Kopf existiert. Es hilft mir dann auch oft manchmal ein bisschen ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was ist realistisch, wenn ich jetzt etwas gestalte, oder vielleicht kriege ich auch neue Ideen. Also es klingt vielleicht jetzt dumm, aber verwende einfach jedes Werkzeug, was du hast. Vielleicht bist du ein kleiner Bastler, dann bastel dir das in echt, dann hast du es sogar wirklich zum Angreifen. Bastel dir es aus Lego, aber hilft vielleicht auch in manchen Fällen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, ich glaube, die Sims-Variante, die benutzen auch recht viele Leute da. Das hört man auch hier und da nochmal. Ist immer gut, wenn man Referenzen hat. Ist gerade noch eine Frage reingekommen. Könntest du nochmal zeigen, wie du das Subview-Menü aufrufst? Du hast es Genau. ja als sehr wichtigen Ich Punkt. habe es da schon. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass ich es hier nicht habe. Und zwar, wenn ich hier unter dem Fenstermenü runterscrolle, dann habe ich das relativ weit unten, also eher im unteren Drittel, habe ich hier das Subview-Menü. Und das kann ich jetzt eben da wegklicken. Ich klicke es nochmal rein und hier habe ich das. Und wie gesagt, ich kann da eben reinzoomen. Ich kann auch das Bild zum Beispiel spiegeln, horizontal oder vertikal. Ich kann es drehen. Ich kann da eigentlich alles machen, was ich auch hier machen kann im Hauptfenster. Hier mit einem Klick drauf kann ich das auch zentrieren, dass es wirklich auf diese Größe von dem Fenster aufgebaut ist. Und hier eben lade ich mir neue Bilder rein, kann die auch wieder löschen und navigiere einfach hin und her dazwischen und wie gesagt, mit diesem Werkzeug hier, Switch to Eyedropper automatically, also zur Pipette automatisch wechseln. Da habe ich dann automatisch, wenn ich drüber fahre, merkt das am Mauscursor, habe ich die Pipette und kann mir da die Farben gleich draus raus aussuchen. Wenn ich das nicht möchte, deaktiviere ich das und dann bewege ich das einfach, wenn ich automatisch drüber fahre, dann habe ich das Handwerkzeug statt der Pipette. Okay, ich denke, das hat jetzt nochmal geholfen, um zu finden. Das finden immer viele Leute nicht, weil es in den Grundeinstellungen oft neben dem Ja, Navigator ist genau. und dann muss man immer ein bisschen suchen. Okay, sehr gut. Neben Schattenwurf und Licht, du hast ja ein bisschen angesprochen, wie du Schatten machst. Gehst du da mehr nach Stimmung oder gehst du da nach eher realistischen Lichtverhältnissen? Was das angeht. Also ich versuche eher manchmal ein bisschen. Es ist ja eine Mischung. Es kommt halt darauf an, auf das Panel, hätte ich gesagt. Also hier zum Beispiel, also ich versuche jetzt nicht immer, dass es komplett realistisch ist, weil zum Beispiel müsste man sagen, okay, dann haben vielleicht die Charaktere, werfen ja auch einen Schatten vom Gesicht, aber da sie sehr klein sind, habe ich hier zum Beispiel die Schattierung eher nur da außerhalb gemacht, jetzt nicht so im Detail. Wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen im Comic soll ja alles gut klar lesbar sein. Und das betrifft jetzt auch zum Beispiel Details wie Schattierung. Also manchmal ist ja die Schattierung gut, manchmal ist es, wenn man zu kleinteilig wird, damit wird es manchmal, finde ich persönlich, ein bisschen schwer, die Charaktere dann noch gut zu erkennen auf einen Blick. Also hier zum Beispiel ist es eher eine realistischere Situation. Da kommt das Licht einfach hinter den Charakteren her. Aber es gibt dann natürlich auch Fälle, wo ich jetzt eher, hier ist es zum Beispiel auch eher ein bisschen realistischer, der Schattenwurf. Aber es gibt dann natürlich zum Beispiel auch Fälle, wo es jetzt eher so Szenen sind, die jetzt losgelöst sind, wo man dann jetzt vielleicht nicht unbedingt Schattierungen hat. Also hier habe ich jetzt nicht wirklich eine Schattierung, aber es ist so ein bisschen Effekt. Also das ist ja einfach irgendwie auf das abgestimmt. Oder wenn es jetzt wirklich ein Panel ist, wie das hier,
Das ist wirklich dann ein Fokus, wo ich jetzt sage, okay, ich möchte da wirklich auf diesen Bildschirm hinweisen und durch dieses Licht einfach ein bisschen eine leicht gruselige Stimmung oder dramatische Stimmung erzeugen. Also in solchen Fällen schattiere ich es, aber oft eben lasse ich es einfach unschattiert, weil es jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Wenn es jetzt eine gut belichtete Situation ist, finde ich es nicht unbedingt notwendig, dass eine Schattierung vorhanden ist. Es spart mir natürlich auch Zeit, ist natürlich auch ein Faktor, aber ja. Ja, okay. Wo du gerade Zeit ansprichst, wie viel Zeit verbringst du so pro Tag, pro Woche mit dem Comiczeichnen? Du bist ja hauptberuflich nicht Comiczeichner. Na, bin ich nicht. Also ich habe ja da persönlich auch eine Tabelle, die ich mir da mache, wo ich das auch ein bisschen mitschreibe. Es ist natürlich unterschiedlich. Manchmal arbeite ich in einer Woche eher weniger, manchmal in einer Woche eher viel. Aber ich schreibe mir das immer ein bisschen mit. Ist jetzt nicht die schönste Tabelle, aber man sieht da zum Beispiel, okay, für die Seite 12 habe ich zum Beispiel 1,5 Stunden gebraucht, um sie zu zeichnen. Dann kann ich zum Beispiel bei einer anderen Seite, wo ich dann eben vielleicht Hintergründe habe, dann ist es eher, dann sind es fast 3 Stunden, die ich da gebraucht habe, also über 3 Stunden sogar. Also ich schreibe mir das ein bisschen mit, dann ist das, also das würde ich schon auch empfehlen. Also gerade wenn ihr anfangt, dass ihr das mal zumindest für das erste Kapitel von eurem Comic macht, dass ihr das ein bisschen mitschreibt, weil das Tolle daran ist, dann wisst ihr ungefähr, okay, so lang braucht ihr. Und ihr könnt dann vielleicht auch euch die Zeit besser einteilen. Wenn ihr wisst, okay, für eine Seite brauche ich so und so viele Stunden. Wenn ihr eben nicht viel Zeit habt, dann könnt ihr sagen, okay, wie viel Zeit kann ich investieren pro Tag, pro Woche dafür, bis ich das schaffe, dass ich zumindest eine Seite in der Woche fertig schaffe. Dann hilft das ein bisschen beim Einteilen, wenn man das einfach mitschreibt. Das muss nicht eben extrem detailliert sein. Ihr habt das gesehen, das ist einfach keine schöne Liste, es ist ein bisschen wir durcheinander, aber es ist ja nur für mich persönlich, also da passt das schon. Ja. Wie oft updatest du deinen Comic auf verschiedenen Seiten? Ich update meinen Comic jede zweite Woche. Im Grunde sind das eigentlich immer so 2 bis 3 Seiten, die ich auf einmal update. Auf Webtoon und auf Tapas hat man ja diese Episoden eigentlich als Format, ja. Und da ist von der Erzählstruktur es nicht so toll, wenn man nur eine Seite immer uploadet. Das ist bei den normalen Webcomics, also wenn die wirklich jetzt als nicht für die Handys optimiert sind, sondern einfach normale Seiten hochgeladen werden, da ist es ja noch relativ üblich, dass man immer nur eine Seite hochlädt. Aber auf Webtoon ist es dann eben praktischer, wenn man eine Szene im Grunde auf einmal hat. Natürlich, ich bin da jetzt eher noch in geringen Bereich, wenn ihr bei Webtoon mal reinschaut auf wirklich die offiziellen Webtoons jetzt, die sie auch wirklich von der Plattform selbst bezahlt werden, dass die gemacht werden. Das sind die Updates ja oft sehr lange. Das ist natürlich meistens nur möglich, wenn man das auch wirklich beruflich, hauptberuflich macht, dass man das schafft oder man hat viele Assistenten vielleicht. Aber ich habe eben so 2 bis 3 Seiten, manchmal vielleicht bis 4 Seiten pro Update und das alle 2 Wochen. Und zwischen den einzelnen Comic-Kapiteln, dann nehme ich mir immer eine Pause, da skizziere ich dann alle Seiten auf einmal durch und dann erst eben fange ich an, die Reinzeichnungen und die Kolorierung zu machen. Und das ist eben dann in alle 2 Wochen. Okay. Das ist aber schon ein ziemlich strikter Schedule. Ja, man muss sich halt einarbeiten drauf. Man muss einfach herausfinden, was funktioniert für einen. Und also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, das erste Kapitel probier es einfach einmal nur selber fertigstellen. Dann kannst du auch die Zeit abschätzen, wie lange du brauchst. Und das kann dir dann auch helfen, und dass du sagst, okay, ich mache ein Update nur einmal im Monat zum Beispiel, wenn du merkst, das ist für dich nicht so gut machbar. Aber wenn du das erste Kapitel, also ich habe das so gemacht, ich habe zuerst nicht geplant, dass ich auf Webtoon was hochlade,
Sie haben dann den Wettbewerb gehabt. Das war dann meine Motivation, das auszuprobieren, die Plattform. Aber ich habe das erste Kapitel eigentlich vollkommen frei gemacht, ohne jetzt einen Zeitplan oder irgendwas. Das war einfach ein bisschen Experiment sozusagen fast. Und ich würde sagen, das ist keine schlechte Einstiegsmöglichkeit, dass man sich dann mal ein bisschen einlebt. Am besten ist das erste Kapitel dann halt auch nicht zu lange. Dann hat man auch wirklich ein gutes Gefühl und weiß ein bisschen besser, wie man das abstimmen kann. Okay, sehr gut. Noch eine letzte Frage, was mich auch Ja. interessiert. Du kreierst ja jetzt schon eine Weile deinen Webcomic. Hast du am Anfang irgendwas gemacht, wo du nach einer Weile festgestellt hast, ach, vielleicht sollte ich das lieber anders machen? Also bei Weird Dogs war es jetzt eben so, dass ich am Anfang ja eben, wie bereits gerade erwähnt, ich habe es ja zuerst eigentlich nicht geplant, dass es für Webtoon gemacht worden ist. Und wenn ich da jetzt eben reingehe und zu den alten Daten von den Seiten reingehe, das habe ich eben sogar noch in Photoshop gemacht. Ich habe dann eben das, was ich vorher erwähnt habe, habe ich zum Beispiel einfach noch nicht die Zeichnungen hinter den Sprechblasen vervollständigt. Ich habe zum Beispiel noch nicht hinter den Charakteren irgendwas gezeichnet. Das heißt, wo ich das dann auf Webtoon umtun musste, da habe ich dann eben eigentlich einen großen Mehraufwand gehabt, weil das eben einfach nicht vom Arbeitsfluss optimiert war. Aber jetzt habe ich das eben herinnen. Ich mache die Sprechblasen immer extra, ich fülle dahinter den Hintergrund aus und ich bin dadurch eben auch flexibler. Also das schaut jetzt komisch aus. Das war jetzt nur, weil es das ist jetzt vielleicht nicht die best, das beste Beispiel. Mach vielleicht noch eine andere Seite auf. Aber ja, eben, also wenn ich dann Elemente verschieben wollte, das habe ich eben gemerkt. Das ist toll, wenn ich das von Anfang an einplane, weil dann kann ich da viel besser drauf reagieren, dass bei Webtoon einfach das optimiert wird auf das eigene Format von Webtoon, auf dieses Scroll-Format. Eben hier zum Beispiel, genau, da dieses erste Panel, das war so ein Fall. Da habe ich dann nachher nochmal reingehen müssen und das eben nachzeichnen müssen. Weil ich habe hier die, warte mal, genau, ich habe hier, erstens mal habe ich die alle Sprechblasen auf einer Ebene gehabt. Und dann habe ich halt zusätzlich auch noch wirklich diese bei den Farben. Ne? Ich habe das jetzt eben zum Beispiel nicht schön ausgefüllt. Also das war nur ein bisschen, seht ihr, es ist was, aber ich habe es nicht wirklich schön ausgefüllt. Und bei der Webtoon-Version habe ich das dann eben anders gemacht und dann habe ich eben da im Hintergrund das Detail nochmal nachfügen müssen und das nochmal nachbearbeiten müssen. Und persönlich ist vielleicht für euch anders, weil ich finde es eben einfacher, wenn ich da beim Webtoon-Rearrangieren der einzelnen Panels und der Sprechblasen, wenn ich da nicht nochmal reingehen muss und nochmal was nachzeichnen muss, sondern dann kann ich mich da einfach auf das Verschieben, auf die Komposition konzentrieren und das Zeichnen, beim Zeichnen konzentriere ich mich da auf nur das Zeichnen selbst. Okay, vielen Dank. Ich denke, zeitlich sind wir damit jetzt auch am Ende. Einen Moment. Da werden wir mal ganz schnell wieder zurück. Dann nehme ich mal den Bildschirm wieder an mich. Ich möchte mich ganz herzlich be bei dir bedanken für das Webinar. Es war wieder sehr informativ. Gerne. Für alle, die Simon noch folgen wollen, auf Social Media oder halt sich die Webtoons anschauen möchten, auf Instagram, Twitter oder auf der Homepage ist das natürlich möglich. Mehr Informationen gibt es zu Clip Studio Paint auch, wie bereits erwähnt, unter clipstudio.net/de oder graphixly.com. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Simon, bei allen Teilnehmern, bei Mario fürs Organisieren und ja, freue mich auf das nächste Webinar mit allen. Vielen Dank.